Dann würde ich tatsächlich übergeben an den Martin Endres, der mit seinen Erkenntnissen aus der Teilgruppe Fördermittelfinanzierung und Beschaffung uns seine Erkenntnisse mitteilen wird. So, hallo, jetzt versuche ich gerade mal meine Inhalte freizugeben. Das sind sie nicht. So, jetzt sehen Sie meine Inhalte, ja. Ja, Ja, wunderbar. perfekt, Danke. wunderbar. Wir haben uns mit dem Teilbereich Fördermittel, Finanzierung, Beschaffung beschäftigt, ausgetauscht. Ich fange mal beim Thema Fördermittel an. Was da eine hohe Rückmeldung zum Thema Fördermittel wieder kam, was ich auch in der Praxis immer wieder erlebe, ist die zentrale Beantragung über den Sachaufwandsträger. Der Sachaufwandsträger, der um die Fördermittel abgreifen zu können, bereits im Vorfeld angeben muss, welche Komponenten möchte er beschaffen, wie soll das ganze Konzept sein. Was natürlich gerade auch das kam im Rahmen unserer Diskussion, unserer Beiträge immer wieder zum Ausschlag, dass das natürlich viele gerade kommunale Sachaufwandsträger vor große Herausforderungen stellt, wie man das tatsächlich in der Praxis organisieren soll, gerade in Bezug darauf, wir haben, wie es ja der Herr Biermann auch gesagt hat, eigentlich brauchen wir für die Schule Partner, die Dienstleistung erbringen. Wie kann ich allerdings diese Partner, die vielleicht oder hoffentlich jetzt schon die Schulen unterstützen, in diesem ganzen Paket wieder mit integrieren, damit ich vergaberechtlich auch noch sauber aufgestellt bin? Ich kann ja schlecht zu meinem jetzigen bestehenden Partner gehen und sagen, schreib mir mal mein Konzept. Was benötigst du denn die nächsten 5 Jahre für meine Schule? Das stellt doch viele vor große Herausforderungen. Das zweite große Thema war die Beschaffung. Für die Beschaffung, auch das haben wir festgestellt, ist es extrem ausschlaggebend wichtig, dass man ein Konzept hat, eine Struktur hat. Was will ich überhaupt beschaffen? Auch da kommen wir wieder in den Bereich, die Schulen, die Sachaufwandsträger brauchen dabei fast schon händeringend die Unterstützung von externer Seite, um das überhaupt so umsetzen zu können. Ein wichtiger Aspekt dabei war dann das Thema eben auch zentrale Beschaffung oder dezentrale. Ich meine, auch da sind wir auf Deutschland gesehen sehr unterschiedlich aufgestellt. Ein Träger, wenn ich jetzt an Landkreis Kassel nehmen, wo sagt, ich habe 73 Schulen, da eine zentrale Beschaffung, das ist natürlich für die Schulen eine Erleichterung, aber für den Sachaufwandsträger natürlich ein Riesenaufwand, das alle unter einen Hut zu bringen, jeden einzelnen Wunsch abzufedern. Deswegen die etwas suffisante Bezeichnung VS dezentrale Beschaffung, was wären davon die Vorteile? Wobei da natürlich auch wieder zu beachten ist, inwieweit darf ich dezentral beschaffen, ohne wiederum dann meine Fördermittel, meine Förderrichtlinien noch umsetzen zu können, beziehungsweise eben auch meine Finanzierung. Zum Thema Finanzierung, was ich immer wieder zu Sachaufwandsträgern vor allem sage, ist das Thema: Die Förderpakete sind ein Teil der Finanzierung. Mir geht Finanzierung jetzt nicht nur um Kauf, Miete, Leasing, sondern auch wirklich zu sagen, die Förderpakete sind eine Anschubfinanzierung. Das ist nicht das Endgültige. Gerade dieses ganze Thema Manageability, Service, Dienstleistung, selbst wenn das in den Förderpaketen nicht abgebildet ist, sehe ich das als ganz große Chance, weil ich dadurch keine Vorgaben habe, wie ich das steuern muss, sondern da wieder dann auch auf meine Dienstleister zurückgreifen kann, die ich habe. Und wenn ich eine gezielte Beschaffung habe, mit einem technischen, vergaberechtlich sauberen technischen Leistungsverzeichnis, dann kann ich damit auch meinem Dienstleister ermöglichen, das weiterhin umzusetzen.
Deswegen eben Förderpakete, aber auch die eigene Finanzierung. Das nicht außer Acht lassen. Die Förderpakete sind nicht dafür gedacht zu sagen, ich habe jetzt ein Förderpaket und damit habe ich 5 Jahre lang alles abgedeckt, was es gibt. Ja, hier muss ich ganz kurz nur unterstützend eingreifen, Herr Endres, weil das ist tatsächlich für mich aus dem letzten Jahr ein zentraler Gedanke gewesen, im Gespräch mit einem Kämmerer, einer relativ kleinen Kommune, der am Ende von so einem Gespräch sagte, ach Herr Schmiede, ach, das heißt also, es ist sinnvoll, wenn ich jetzt, ich nenne es jetzt mal Digitalisierungsbudget oder Budget für digitale Infrastruktktur, jetzt jedes Jahr in meinen Haushalt einplane. Sag ich, genau, richtig. Das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Förderpakete, Fördermittel als Anschubfinanzierung, aber platter Satz, das geht nicht mehr weg. Ne? Wir haben gelernt in den letzten 100, 150 Jahren, dass Gas, Wasser, Strom, Entsorgung alles Maßnahmen sind, die Prozesse benötigen, die Budgets benötigen, die im Zweifel auch Gebühren ja kosten für die Bürgerinnen und Bürger. Und da sind wir in der Denkweise aus der kommunalen Brille gesprochen auch noch nicht so weit in vielen Fällen tatsächlich. Ja? Also ich kann das nur unterstützen, was Sie gerade gesagt haben. Genau, auch das erlebe ich immer wieder, wie Herr Martin Schmiedl gerade gesagt hat, die Kämmerer kommen und sagen, ja, habe ich damit dann das abgeschlossen? Nein, sie haben damit die Digitalisierung gestartet. Das muss am Leben erhalten werden. Das braucht ein Gesamtkonzept. Das ist mir bei diesem ganzen Thema mit das Wichtigste. Ich muss das Ganze immer als ein Gesamtpaket betrachten, wo die Fördermittel und die Finanzierung ein Teil davon sind, wo ich aufstellen muss, um das zu organisieren. Was dann im Rahmen des Gespräches immer wieder auch noch aufkam, war das Thema, gibt es konkrete Empfehlungen für Geräte? Ja, die gibt es. Haben wir ja schon einiges dazu gehört. Denke ich, steht ja auch in Slides den Teilnehmern zur Verfügung. Da hat ja auch der Herr Schließzeit seine Moderation zugehabt. Ich denke, das ist ja auch den Teilnehmern zugänglich, was die Produktempfehlungen angeht. Genau. Und ein großes Thema war dann noch das allgemeine Thema, wie soll sich die IT verhalten? Soll die IT die Schule unterstützen oder die Schule die IT? Nein. Die IT soll die Schule unterstützen, nicht umgekehrt. Und was ich an der Stelle auch nochmal betonen möchte, dass das Thema Konzept, auch wenn es von mir immer wieder genannt wird, das Konzept muss zum Teil von jeder Schule mit selber gestaltet werden. Das ist nichts Fixes, das ist nichts Finales. Da gibt es Änderungen. Da gibt es Änderungen, das ist ein Prozess. Und je mehr man kann sich Anregungen holen, aber ein komplettes Konzept zu sagen, ich bekomme das vorgezeichnet. Nein, deswegen bei der Beschaffung eine Konzeptionierung. Was wollen Sie mit den Geräten machen? Wie sind die Geräte ausgelegt? Wie kann ich das erweitern? Wie kann ich mit entsprechenden Softwarelösungen das Ganze zukunftsfähig gestalten, aber es wird immer ein Umbruch stattfinden. Es ist nicht, ich beschaffe mir jetzt die Tablets und jetzt kann ich damit arbeiten, habe mein vorgefertigtes Konzept. Das wird im IT-Rahmen nicht möglich sein. Sehr gut, ja wunderbar, lieber Herr Endres, für die Zusammenfassung und auch die Übersicht. Auch hier alle Inhalte, die hier diskutiert wurden, werden wir natürlich nochmal einsammeln, verarbeiten und auch im Teilnehmerkreis gerne zur Verfügung stellen. Und auch Herr Endres steht natürlich gerne noch für weitere Gespräche zur Verfügung und Austausch. Das können wir alles organisieren mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Endres. Bitteschön.